Ich darf Matthias Kettner vorstellen in dieser Runde. Matthias Kettner hat Philosophie und Psychologie studiert in Frankfurt, Heidelberg und Madison, Wisconsin. Seine Promotion 1987 zum Thema sinnliche Gewissheit, Urteil, Begriff, drei transzendental-pragmatische Untersuchungen zur Hegels theoretischer Philosophie. Und zwar bei Karl Otto Apel und Jürgen Habermas. Und was mich bei der Durchsicht ihres Lebenslaufs dann doch sehr beeindruckt hat, im selben Jahr das Psychologiediplom, sehr beeindruckend. Die Habilitation folgte dann 1999 mit einer Arbeit über neue Perspektiven der Diskursethik, der öffentliche Gebrauch moralischer Vernunft. Ja, und seit 2002 ist Matthias Kettner Professor für praktische Philosophie an der Universität Witten-Herdecke. Er hat viele Beiträge geleistet, unter anderem auch zur angewandten Ethik, und zwar einerseits als Feld philosophischer Praxis. Der Buchbeitrag von 2014, Wann haben wir eigentlich ein moralisches Problem? Ist eine Frage, die mir als Moralpragmatist durchscher Prägung irgendwie sofort ins Auge gesprungen ist. Aber natürlich auch viele inhaltliche Beiträge, also innerhalb der angewandten Ethik, zum Beispiel zur Medizinethik. Aktuell arbeitet Matthias Kettner sehr viel zur Transformation der kritischen Theorie in der Epoche der Digitalisierung. Und hierzu findet man auf der Homepage folgendes Statement. Für die Aktualität der kritischen Theorie geht es jetzt vor allem darum, die Auswirkungen von Digitalisierung als Kulturprozess zu verstehen. Dazu müssen wir auch scheinbar gesicherte philosophische Grundlagen neu auslegen, und zwar kulturreflexiv, die Ordnung des Denkens, in denen wir Sinn, Subjektivität und Psyche, Vernunft, Macht und Moral denken. Ja, Herr Kettner, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag heute im Kolloquium Digitale. Vielen Dank. Ich freue mich auch in dieser Runde ein bisschen was vortragen zu dürfen. Das ist Work in Progress. Der Titel, wie Sie gesehen haben, Natürliche und künstliche Intelligenz der Gesellschaft greift eine Unterscheidung auf, bei der wir im Moment eigentlich nur die eine Seite zu Gesicht bekommen, nämlich alle reden von künstlicher Intelligenz. Und mir geht es jetzt heute darum, mal dieses Feld wieder zu öffnen und an die Redeweisen von Intelligenz und Denkweisen über Intelligenz zu erinnern, die es vor der Artificial Intelligence gab und da auf einige Wechselverhältnisse zu kommen. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, die werde ich auch gleich starten. Es ist auch ein Paper im Entstehen, eine Veröffentlichung mit demselben Titel. Wer möchte, kann auch von mir dann dieses Work in Progress bekommen. Was muss ich noch vorweg schicken? Es wird vielleicht 35 Minuten dauern. Und ich freue mich natürlich jetzt schon auf die Diskussion und danke besonders nochmal, Eva, dir dafür, dass du hier die Gelegenheit mir gegeben hast, in ihrem Kreis jetzt was vorzutragen. So, dann würde ich jetzt meinen Bildschirm teilen. Und wenn alles mit technisch rechten Dingen zugeht, sehen Sie jetzt die Eingangsfolie. Ja, sehen wir. Okay, gut. Ja, ich muss vielleicht kurz schildern, wie ich überhaupt zum philosophischen Interesse an diesen Themen komme. Das ist ja nun immer noch nicht üblich. Innerhalb der deutschen Philosophie noch weniger als vielleicht in der angelsächsischen, sich mit Digitalisierungsthemen zu beschäftigen. Tatsächlich geht mein Interesse aus dem Bereich der Kulturphilosophie und angewandten Ethik kommend, also 2015 los mit so einem BF-Projekt, das wir damals gemacht haben über Digitalisierung als Kulturprozess. Also da war das gewissermaßen die Problemformel, weil wir 2015 vor allen Dingen gegen die damals noch verbreitete Meinung antreten wollten,
dass Digitalisierung am besten als ein Technikprozess zu begreifen ist. Hier sehen Sie jetzt schon in voller pandemischer Verkleidung, was dann daraus im Weiteren wurde, nämlich seit 2019 am Bochumer Center for Advanced Internet Studies eine Arbeitsgemeinschaft philosophische Digitalisierungsforschung. Das war dann der Arbeitstitel, den ich vorgeschlagen hatte, hier mit Kollegin Susanne Hahn aus Düsseldorf und Rainer Adolfi, einem Kollegen aus Berlin. Und tatsächlich haben wir jetzt auch eine Verlängerung für diese Arbeitsgemeinschaft und werden auch in diesem Jahr noch und bis Mitte nächsten Jahres das Thema Machtverhältnisse betrachten, nachdem wir im jetzigen Durchgang dieser Gruppe, was jetzt folgt, sind drei Stationen einer philosophischen Taxonomie angeguckt haben, Verständigungsverhältnisse, Verantwortungsverhältnisse und Vernunftverhältnisse. Und Eva Weber-Guska ist auch Teil dieser Arbeitsgruppe und hat auch da mitgewirkt. Ja, damit bin ich beim Thema Digitalisierung. Wenn man jetzt von das Feld aufmachen will und nicht gleich kapituliert vor der üblichen Auskunft, dass es 150 Definitionen gibt und man sowieso nicht sagen kann, was es ist, sondern wenn man umgekehrt also in guter philosophischer Praxis rangeht und versucht, die Sachen auf den Begriff zu bringen, dann kann man sehr wohl was auf den Begriff bringen oder jedenfalls auf mehrere Begriffe, die zusammen eine Konstellation ergeben. Und das wäre jetzt hier so ein Extrakt, wie man Digitalisierung, Technik geschichtlich erstmal begreifen könnte. Man muss dann von drei Arten von Apparaten reden, also von Rechnern in diesem sehr allgemeinen Sinn, indem wir heute von Computern reden. Das geht ja bis in Ubiquitous Computing. Auf jeden Fall Rechner, die sehr effizient eben mit Symbolformationen, die sie transformieren, rechnen können und dann Eingabeapparaturen und Informationen maschinenlesbar zu machen. Da ist der Pfiff ja, dass die digitalen Daten, von denen die Digitalisierung ihren Namen hat, ja im Grunde nur deshalb so bedeutsam sind, weil es die einfachste diskrete Form ist, in der Zahlen überhaupt unterschieden werden können. Von den fünf Fingern, von denen das Wort etymologisch kommt, jetzt mal abgesehen. Also die binären Zustände sind die allereinfachste denkbare Form der Information. Und man kann ja nun offenbar durch entsprechende Apparate jede Form von anders kodierter Information in dieses Universalformat überführen, was der Digitalisierung und ihren Anwendungen eben diese unglaubliche Penetration und Geltungsreichweite gibt. Drittens Ausgabeapparaturen, um dann aus diesem maschinenlesbaren Universalformat irgendwie und in irgendeiner Weise wieder Formate herauszukriegen, die jetzt wieder für Menschen lesbar sind, also für Menschen anschlussfähig sind. Am einfachsten eben unsere Bildschirme und was sie so darstellen, die Schnittstellen. Also es muss wieder menschenlesbar gemacht werden. Wenn man jetzt zweitens medientechnisch Digitalisierung scharf stellen will, könnte man Folgendes sagen. Medientechnisch ist Digitalisierung ein Projekt, und zwar ein kollektiv betriebenes Projekt, einer tendenziell weltweiten Vernetzung eben dieser rechnertauglich formatierten Informationssphäre, wie es ja in der Medienphilosophie und Theorie oft heißt, die Infosphäre. Das heißt, die Gesamtheit aller für die Lebenswelt von uns Menschen bedeutsamen Kommunikations- und Informationsmedien. Und schließlich drittens, als Kulturprozess begriffen, also das ist sozusagen der aufhebende Begriff, das sind die vorherigen enthalten, ist ein neues, Digitalisierung ist ein neues, kulturgeschichtlich gesehen, technisches Agens im Kulturprozess,
dass eben auf dem Wege der tendenziell weltweiten Vernetzung dieser rechnertauglich formatierten Informationssphäre tendenziell die ganze Breite unserer Praktiken, unsere Sinnsphäre berührt und verändert. Wenn jetzt mehr Zeit wäre, wäre natürlich viel zu sagen über den Unterschied, auf den ich hier anspiele, zwischen Sinn und Information. Ich kann das jetzt hier nur antelegrafieren. In der Lebenswelt bewegen wir uns in sinnhaft ausgelegten Praktiken. In Rechenvorgängen ist es anders. Da wird Information verarbeitet. Und das gehört zu den interessantesten und sagen, im Moment kulturell am meisten begünstigsten Kategorienfehlern, Informationsverarbeitung mit Sinnorientierung gleichzusetzen oder zu konfundieren. Der springende Punkt ist, dass eben wir durch diese Technostruktur super schnell und super vernetzt Informationsverarbeitungen bewerkstelligen können und damit eben bisher unvordenkliche Effektivitäts- und Effizienzgewinne erzielen können. Und wenn wir das nun insgesamt sondern auf kulturellen Fortschritt oder Kulturprozess beziehen, dann können wir sagen, dass Digitalisierung eben Wandel und Veränderung in den unterschiedlichsten, man könnte fast sagen in allen möglichen soziokulturellen Praktiken bedeutet. Veränderungen, die sich entweder schleichend einstellen, man denke an die Veränderungen der Lesegewohnheiten oder der Kommunikationsgewohnheiten seit 2006, 2007, Erfindung des Smartphones, des tragbaren Computers, oder eben durch gezielte Transformation zur kulturellen Normalität gemacht werden. Wie jetzt, dass wir alle an Computern arbeiten seit vielen Jahren oder seit anderthalb Jahren sogar Homeoffice kulturell normalisiert wird. So, das waren die drei begrifflichen Zuspitzungen, um Digitalisierung, also Big Picture sozusagen, begrifflich zu konstruieren. Warum? Um jetzt einfach KI innerhalb dieser Digitalisierung zu situieren, um es nicht einfach auch damit gleichzusetzen. Und da wäre dies hier mein vorläufiger Versuch der Zuspitzung. Sie sehen, da sind einige kursiv geschriebene technische Begriffe drin, deren Konstellation man ja bedenken muss, also die alle so Beiträge liefern zu dem, was wir so unter KI verstehen. Es ist also nicht nur eine informationstechnische Schubladenbezeichnung für bestimmte technische Systeme, die eben Sensoren, Plattformen und so weiter verknüpfen, die vielleicht auch dies alles mit Lernprozessen unterschiedlicher Art, supervised oder reinforced oder Deep Learning verknüpfen, die vielleicht das sogar mit bestimmten Effektoren, etwa, also Roboter sind ja Effektoren, vielleicht sogar menschenähnlich aussehenden, das ist ja der klassische Roboter, Effektoren verbinden oder neue Peripheriegeräte erfinden, Augmented Reality, sondern, und das ist das Gerät, meine ich, noch nicht so richtig in den Blick. KI ist eben außerdem auch ein Banner, das Banner einer technokulturellen Reformbewegung mit gewaltiger Mission der Weltverbesserung, nämlich durch technischen Fortschritt. Und als solche, also KI als Banner einer technokulturellen Reformbewegung, kann man natürlich auch nicht schweigen von Business und Big Tech und diesem Konvolut aus Wirtschaftsinteressen und politischen Interessen und technischer Entwicklung. Also KI ist eine Bewegung, kurz gesagt, und zwar eine mächtige, weil sie die wichtigsten Kräfte, die unsere Weltordnung in diesem, also heutzutage formen, und das ist der Kapitalismus, die kapitalistische Marktwirtschaft,
und die politischen Systeme, weil sie diese als Rückenwind hinter sich hat. Als Bewegung hat diese KI-Mission auch ein Ethos. Und wenn man das jetzt durch so Wertfloskeln mal charakterisieren will, müsste da unbedingt in die Charakterisierung hinein Produktivität, Optimierung von Effizienz, Effektivität, gute Dinge wie die Entlastung von Mühsal, Steigerung von Bequemlichkeit, ein unglaublicher Wert, der ganz viel erklärt von der Digitalisierung und ihrer Dynamik, Gesundheit, ja, welche Versprechungen werden gemacht, wie es zum Besseren gehen wird mit dem Fortschritt der Durchdringung der Lebenswelt mit künstlicher Intelligenz, unsere Gesundheit wird profitieren, Wohlstand und so weiter. Und eben auch Intelligenz und Smartness und eigentlich in Zuspitzung Intelligenz und Smartness. Smart ist in der Rhetorik dieser KI-Bewegung eigentlich das universelle Adverb der Fortschrittlichkeit schlechthin. Also wenn Sie mal nachdenken, was alles smart wird, von Ihrer Kaffeekanne bis zur City, dann werden Sie diese rhetorische Kraft fühlen, wenn Sie sie nicht eh schon kennen. Fußnote, also ich habe einmal ein Seminar gemacht, vor kurzem über technischen Fortschritt und Digitalisierung. Das war daran aufgehängt, also alles wird smart, Fragezeichen. Von wegen Ende der großen Erzählung. Das ist eine der letzten, also neuen großen Erzählungen, eine der neuen großen Erzählungen, mit der Fortschritt noch beherzt erzählt wird, die Smartness-Rhetorik. So, also ein bisschen flapsig gesagt, das ist eine technokulturelle Großinitiative und somit ein weites Feld von ganz vielen wissenschaftlichen und ingenieurstechnischen Anstrengungen. Was dieses Feld eint, ist das Bestreben, gewisse als wertvoll erachtete geistige Fähigkeiten und Praktiken, die wir bisher am besten von uns als Menschen kennen, ohne Fleisch und Blut nachzubauen, wenn Sie mir diese bisschen dramatische Metaphorik mal durchgehen lassen. Aber genau darum geht's. Ja, also es geht darum, bestimmte Fähigkeiten, die wir von uns kennen, mit denen wir vertraut sind, auf die wir uns was einbilden, in technischen Systemen, also maschinell nachzubauen. Ja, so viel zur ersten Runde. Das war jetzt die Klärung des Feldes. Ich habe jetzt zwei weitere Schritte, die ich jetzt hier in diesem Vortrag gerne gehen würde. Wie versprochen, also würde ich die Rede von Intelligenz gerne in unterschiedlichen Diskursen in Erinnerung bringen. Das sind vor allen Dingen, das ist der philosophische und psychologische Intelligenzdiskurs auf der einen Seite. Das ist der philosophische zuerst, dann der psychologische und dann der Maschinenintelligenzdiskurs. Danach, in dem letzten Schritt, möchte ich dann wieder drei Unterschritte machen. Ich überlege gerade, warum drei. Also es hat nichts mit meiner langanhaltenden Beschäftigung mit Hegel zu tun, dass es immer ein Dreischritt sein muss. Aber ich möchte dann im letzten Teil, ausgehend von einem klassischen Paper von Alan Turing von 1950, Machines and Intelligence, drei Spiele, die die KI-Bewegung spielt, nacheinander vorstellen. Jetzt aber erstmal zu den drei Intelligenzdiskursen. Okay, das ist jetzt Eulen nach Athen getragen, das wissen Sie alle. Dass Intelligenz von intelligere, einsehen, verstehen, begreifen kommt. Dass wir in der Tradition der Philosophie
bis zu dem Punkt so um 1800, also Schelling etwa, da findet man die Redeweise von Intelligenzen im Sinne von Geist, also Mensch, Geistwesen. Vorher waren das die Semantiken von Intellekt, Vernunft, Rationalität. Und wenn man die Zentrierung auf geistige Vermögen mal ernst nimmt, wie wir das als Philosophen durchaus ja tun können, dann würde ich, das klingt jetzt vielleicht irgendwie so wie so eine heideggerianische Wortschöpfung, ist aber der Versuch, mit Wörtern der deutschen Sprache ein komplexes Verhältnis darzustellen, komprimiert darzustellen, dann würde ich sagen, dass die Rede von Intelligenz im Großen und Ganzen resümiert werden kann als umsichtiges und mitsichtiges Einsichtsvermögen. Nämlich das Vermögen, einsehen zu können, wie eben Zusammenhängendes bedeutsam zusammenhängt und nicht Zusammenhängendes nicht. Und dies als ein fortwährender Lernprozess innerhalb von Kommunikationsgemeinschaften. Wenn ich hier Zusammenhang sage, meine ich Kohärenz und Relevanz. Es geht also gerade nicht um formale Verhältnisse, etwa, es geht nicht eben, es kann, lässt sich nicht reduzieren auf formale Zusammenhänge, etwa der Konsistenz. Und auch nicht auf Deduktionszusammenhänge des Wahrheitserhaltens schließens. Also das sind Teile. Aber was wir mit Intelligenz im Ernst meinen können, ist ein Einsichtsvermögen, das eben Relevanz und Kohärenz zur Geltung bringt. Und zwar umsichtig, also das Gegenteil von scheuklappenartig. Und mitsichtig. Das Wort mitsichtig ist erklärungsbedürftig, und enthält eigentlich schon meine These von der im Nachspann des Titels, also der Gesellschaft. Also mit dem mitsichtig meine ich, dass Intelligenz zwar in einzelnen Wesen, in Ihnen, in mir, irgendwie zum Tragen kommt, verkörpert ist, dass aber das, was wir da als Fähigkeit an Einzelnen dann ausüben und haben, tatsächlich ein kollektiv generiertes Vermögen ist. Also, dass wir gar nicht die Intelligenz haben könnten, die wir haben, wenn sie nicht dadurch mitkonstituiert wäre, dass wir miteinander leben, voneinander lernen, und dass wir in Gesellschaft leben, dass wir Gesellschaftswesen sind. Oder hier, ja, das ist jetzt die Habermas-Apelsche Sprache, dass wir in Kommunikationsgemeinschaften aufwachsen und leben. Denn Intelligenz hat ersichtlich auch was damit zu tun, dass wir Perspektiven übernehmen können. Also jemand, der überhaupt nicht fähig wäre, Perspektiven zu übernehmen, das heißt, okay, ich will jetzt gar nicht reingehen, wie man das jetzt explizieren kann, aber der also uneingedenk seiner Position in einer Ordnung vieler Subjekte mit jeweils eigenen Perspektiven und Leben, der dazu völlig unfähig wäre, der würde wenig intelligentes Verhalten, wie wir es kennen, zeigen. Also kurzum, das individuelle Vermögen ist konstitutiv auf Sozialität bezogen. Auch hier natürlich müsste man jetzt viel erläutern. Das könnte man jetzt von George Herbert Mead bis Tomasello erläutern, aber das kann ich natürlich jetzt hier nicht machen. Ja, kommen wir zur Psychologie. Dort ist ja der Intelligenzbegriff wirklich aufgegangen, also als Terminus technicus, und zwar aus einer sehr lobenswerten, im Rückblick gesehen, lobenswerten Absicht. Binet und Simon machten die
reformpädagogische Erfahrung, dass in Klassen, in denen unterschiedlichste Kinder unterrichtet wurden, 1905, einige mitkamen, andere nicht. Und dass man, um alle zu fördern, Kinder nach ihrer Leistungsfähigkeit einteilen müsste, damit sie die jeweils ihren Fähigkeiten entsprechende Lehre und also Pädagogik empfangen könnten. Und also das wurde als altersgruppenrelative Leistungsfähigkeit in die Psychologie eingeführt, mit eigentlich sehr, also man weiß, was gemeint ist, aber es ist jetzt nicht besonders trennscharf in der Begrifflichkeit, gut zu urteilen, gut zu verstehen und gut zu denken, um eine aktuelle Situation zu bewältigen. So beginnt die Karriere des Intelligenzbegriffs in der Psychologie. Ich habe die natürlich also auch in der Psychologie geguckt, die Intelligenzforschung in der Psychologie war ja ein sehr, also früh ein ausdifferenziertes Feld mit großen Theorieansätzen. Heute ist es jetzt nicht mehr ein vorderster Front der Psychologie, aber es ist doch noch eine wichtige Teildisziplin der akademischen Psychologie. Und wenn man so nach Konsensformeln sucht in all der wissenschaftlichen Differenzierung, die ja in so einem Feld nicht ausbleibt, findet man Dinge wie diese, Definitionen wie diese. Personenintelligenz ist the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience. That's not merely book learning or test-taking smarts. Rather, it reflects a broader and deeper capability for comprehending our surroundings. Dieses our ist wichtig. Our surroundings, also unsere Lebenswelt, unsere Praktiken. Catching on, making sense of things or figuring out what to do. Wenn Sie selber schon psychologische Intelligenztests gemacht haben, also als ich ins Gymnasium kam, da hatten wir 3 Jahre lang einen Klassenlehrer, der gerade frisch von der Ausbildung kam, und die waren da in so einem ganz positivistisch-progressiven Geist unterwegs, und dazu gehörten auch Intelligenztests. Also wir haben etliche Intelligenztests gemacht. Ich erinnere mich an viele Reihen von Zahlen, die man dann ergänzen musste, und analogisches Denken. So, das sind sehr formell wirkende oder abstrakt wirkende Tasks, aber tatsächlich sollen die, wenn die Testtheoretiker recht haben, sollen die ja Hinweise geben oder Indikatoren sein für etwas lebensweltlich Situiertes und Brauchbares, ja, the ability to catch on, to make sense of things, to figure out what to do. Also, ich habe jetzt auch hier nicht den Raum, um weiter auf diesen Diskurs weiter zu erkunden. Es ist jedenfalls hochinteressant, was die in der Psychologie aus dem ursprünglich sehr einfachen Konzept von Binet geworden ist. Die wichtigste Linie ist natürlich eine Differenzierung. Man versucht, Teilfähigkeiten dann auszudifferenzieren und jeweils zu testen und so, also Zahlen rechnen, Verbal Comprehension, Memory, Reasoning, Fluency, Perceptual Speed und so weiter. All dies bleibt aber durchaus innerhalb der Reichweite der philosophischen Zuspitzung des Intelligenzbegriffs als umsichtig, mitsichtiges Einsichtsvermögen. Die Psychologie hat dann sich auch zunehmend interessiert für die sogenannte Intelligenz der Tiere. Und auch da hat man gefunden, dass manche Tiere erstaunlicherweise, man dachte erst die Schimpansen, tatsächlich heute sind ja Raben und auch Oktopusse sind ja auch interessant für die Intelligenzforschung. Auch da gibt es Verhaltensflexibilität und Verhaltensinnovation. Das ist gewissermaßen die ermäßigte
Form von umsichtigem Einsichtsvermögen. Mitsichtig ist da so gut wie nichts. Also wenn Sie mit Tomasello die Dinge sehen, muss man sagen, dass auch das selbst Schimpansen und auch intelligente Raben nur in sehr begrenzten Zusammenhängen, nämlich wo es um taktisches Täuschen oder sowas geht, die Perspektive von anderen übernehmen können, also von anderen Artgenossen. Ja, kommen wir zur Maschinenintelligenz. Da müsste man jetzt dann ganz oben hinschreiben, das rote Sortieren. Da geht es um Sortieren, es geht um Mustern und es geht um Lernen. Um Lernen geht es eigentlich in allen drei Formen von Intelligenz, wenn auch auf je unterschiedliche Art. Gut, ich möchte jetzt die einzelnen Einträge da auf der rechten Spalte nicht jetzt im Einzelnen durchgehen. Das ist nur, um zu signalisieren, dass es da eine interessante Komplexität gibt, die von, wenn man es jetzt an Begriffen entlang entwickeln würde, von Datafizieren bis Robotics eben ausgepackt werden müsste. Aber es geht immer um Sortieren, es geht immer um Mustern und durch Mustern Muster bilden und es geht um Lernen. Ja, jetzt würde ich ganz gern, nachdem das ja eigentlich jetzt im Wesentlichen deskriptiv war, würde ich aus dem philosophischen und besonders dem psychologischen Intelligenzdiskurs vier Merkmale aber ableiten, die äußerst interessant sind, weil sie nämlich drei von den vier Merkmalen treffen nicht auf die Tierintelligenz zu und keins von den vier Merkmalen trifft auf die Maschinenintelligenz zu. Und da sehe ich dann die Quelle großer Probleme und auch philosophischen Klärungsbedarf oder das in Erinnerung zu bringen und die Folgen, die das vielleicht hat, wenn man diese Unterschiede übersieht und einfach hier wie da von Intelligenz schwadroniert. Also das Erste, worauf es mir ankommt, ich lese es kurz vor, Personintelligenz, die Personintelligenz ist kulturökologisch eingebettet. Ich will sagen, die natürliche Intelligenz, die wir im Zusammenleben in Gesellschaft so naturgemäß entwickeln wie unsere Umgangssprache, ist situationsübergreifend, also allgemein, ist aber gleichwohl immer von Haus aus eingelassen in die Problemlagen von konkreten kulturellen Lebenswelten, die man nicht über einen Kamm scheren darf. Der Befund ist wichtig in Bezug auf KI, denn KI als Maschinenintelligenz ist ursprünglich gerade nicht eingelassen in die Problemlagen von konkreten kulturellen Lebenswelten, sondern uneingebettet, also disembedded. Ja, und auf den ersten Blick auch kulturfrei oder akulturell. Der zweite wichtige Punkt, Personintelligenz zehrt vom intellektuellen Niveau einer Gesellschaft. Ein Intelligenzforscher der frühen Stunde, Leitner Whitmer aus den 20er Jahren schon, unterscheidet Intelligenz kategorial von intellektuellem Niveau und sieht Letzteres als zivilisatorische Errungenschaft einer Gemeinschaft. Zitat: "The civilization implies an average intellectual level. The farther an individual's intellectual level falls below the mode, the more intelligence he will need. Intelligence is seldom considered superior unless it operates at a high intellectual level. To reach a high intellectual level, the individual or a group needs discipline, education and industry as well as intelligence." Also auch hier wieder der Punkt der Sozialität, der Gemeinschaft, die für Intelligenzleistungen sozusagen, also für das durchschnittlichen, die durchschnittlich erwartbaren Intelligenzleistungen mitbestimmend ist. Und solange wir jetzt keine Gemeinschaften von maschinellen Intelligenzen haben,
unterscheidet sich Personenintelligenz eben von Maschinenintelligenz in diesem Punkt gravierend. Das dritte Merkmal, also es war, das erste war, Personenintelligenz ist kulturökologisch eingebettet. Das zweite, es gibt eine Beziehung zwischen Personenintelligenz und intellektuellem Niveau einer Gemeinschaft. Und jetzt das dritte, Personenintelligenz gehört zu einer Gesamtpersönlichkeit, gehört zu einer Gesamtpersönlichkeit. Die Intelligenz, gerade von hochintelligenten Personen, kommt selten alleine. Vielmehr hängt sie mit einer Reihe weiterer Persönlichkeitsmerkmale zusammen, vor allem mit Neugier und Wagemut, Ehrgeiz, Konzentrationsfähigkeit, Zweifelsbereitschaft, Witz, Einfallsreichtum, Kreativität und Nonkonformismus. Alles Eigenschaften, die Maschinenintelligenzen bisher eigentlich nur in Science-Fiction-Filmen haben. Der schon zitierte Whitmer bemerkt, Zitat, an expectation of intelligence is also to be derived from the observation of traits of character most frequently associated with creative imagination. Amongst these are ambition, audacity, aspiration, the love of adventure, and most significant of all, a disregard of authority, leading perhaps to a defiance of privilege and public opinion. Das ist sehr interessant. Also gerade wenn wir bei Maschinenintelligenz die absolute Zuverlässigkeit oder das Bleiben in den Bahnen, die zumindest gesteckt werden, sehen, dass in dem Psychologie-Intelligenz-Diskurs zu einer bestimmten Zeit gerade der Nonkonformismus, das Brechen von Regeln, der spielerische Umgang mit Regeln, der gekonnte spielerische Umgang mit Regeln als ein Teilmerkmal menschlicher Intelligenz begriffen wurde. So, und den Punkt, der vierte und letzte Punkt in diesem Zusammenhang, den halte ich eigentlich gerade für den wichtigsten, der heißt einfach, Personenintelligenz braucht Sozialisation. Personenintelligenz ist sozial, ist die Intelligenz von sozialisierten Personen. Die faktorenzerlegende und typenbildende Psychologie hat versucht, hieraus sogar einen eigenen Intelligenztyp zu destillieren, die soziale Intelligenz. Ein Intelligenztheoretiker, der sehr viel Gewicht hatte in der Psychologietradition, nämlich Edward Lee Thorndike, der hat mal was sehr Interessantes gesagt. Der meinte, selbst der fachlich beste Mechaniker werde als Vorarbeiter, also als jemand, der mit anderen zusammen was tun muss und die anleiten muss, scheitern, wenn es ihm an sozialer Intelligenz fehle. Und so wie Thorndikes menschlich defizientem Vorarbeiter, so mangelt es auch den heute technisch fortgeschrittenen Gestaltungen maschineller Intelligenz an allen bisher aufgeführten Merkmalen und dadurch an sozialer Intelligenz. Ja, also die sozialökologische Einbettung und das Erfordernis von Sozialisation, was ja auch zusammenhängt, denn durch Sozialisation kommt man ja in eine sozialökologische Einbettung rein. Das fehlt bisher der Maschinenintelligenz trotz allen Trainings, etwa bei Supervised Learning. Und ich glaube, das hat große Folgen. Um es jetzt mal plakativ zu sagen, selbst die von der Informationsverarbeitung und der Schnelligkeit oder Umfassenheit des Lernens unglaublich beeindruckende, intelligente Maschine ist unter den genannten Gesichtspunkten ja nichts weiter als, also ist so zu begreifen wie ein hochleistungsfähiges Tier. Ich meine es jetzt also wirklich in diesem Sinne, und nicht etwa als Co-Subjekt oder als Mitperson in einer
Lebensmitwelt. Und deshalb auch sollte man die Fremdheit einer Maschinenintelligenz nicht unterschätzen. Mir fällt gerade dieser bekannte Wittgenstein-Slogan ein, ich glaube aus den philosophischen Untersuchungen, wenn der Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen. Das ist selbst ein merkwürdiges Diktum, aber in dramatischer Form kehrt so etwas, was anklingt in diesem Diktum, glaube ich, wieder, wenn man das Verhältnis von Personenintelligenz und Maschinenintelligenz bedenkt. Also ich weiß nicht, also ich glaube, es ist schwer, so im Sinne von Nagel, what is it like to be a bat, sich in die Intelligenz eines Oktopuses, glaube ich, hineinzuversetzen. Aber wenn man es tut, muss man seine Lebenswelt versuchen kennenzulernen, in der er eben intelligent mehr oder weniger sich anpasst und bewegt. Aber was wäre die Lebenswelt einer Maschinenintelligenz, die man kennenlernen wollte, um irgendwie ermessen zu können, wie sich diese Maschinenintelligenz bewegt und was sie macht? Okay, also das Stichwort heißt große Fremdheit, die wird zugekleistert durch diese vollkommen unkritische Rede von Intelligenz und intelligenten Maschinen, die ja abgeleitet ist aus dem, wie wir eben Personenintelligenz verstehen. Deshalb steht es hier auf diesem Triptychon der Intelligenzen ja auch in der Mitte. Das ist unsere Referenz, aber sie ist irgendwie seltsam verstümmelt im Moment im KI-Diskurs nur da. Ja, ich sehe, die Zeit schreitet sehr voran. Ich muss mich sehr beeilen und komme zu dem letzten Schritt mit den drei Spielen, die in der Bewegung der Artificial Intelligence gespielt werden. Das ist dieser berühmte Aufsatz. Und er beginnt mit diesem, unter dem Stichwort des Imitation Games, mit dem, was heute so allgemein als Turing-Test runtergeklappert wird. Und also es lohnt sich wirklich, dieses Paper zu lesen, nicht weil es so gut ist, sondern weil man dann erst sieht, was da ursprünglich mal mit diesem Test gemeint war. Es geht ja, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, um diese Art von Szenario. Also wir haben so drei Kommunikationsinstanzen, die sich gegenseitig nicht sehen, sondern nur über Zeichen vermittelt kommunizieren können. Und C weiß nicht, ob A oder ob B menschlich oder maschinell ist. Und wie wir alle wissen, soll der Turing-Test darauf testen, auf Ununterscheidbarkeit, ja eigentlich von Mensch und Maschine, aber da beginnen schon die Probleme. Also worauf er eigentlich wirklich testen soll. Und wenn Sie, ich suche mal gerade die Beschreibung, also wenn Sie diesen Aufsatz lesen, da sind ja unterschiedliche Problemformeln. Also es geht Turing darum, trying to imitate an adult mind, trying to simulate the adult mind. Und das soll so gehen in diesem Szenario, dass also C, die Person, der Befragende, muss im Dialog mit A, und zwar muss im Dialog mit A eine bestimmte Aufgabe lösen und eigentlich gar nicht wissen, ob A ein Mensch ist, sondern in dem Paper erfahren Sie zu Ihrem Erstaunen, dass die Aufgabe ist, C muss A's wahres Geschlecht erraten. Ist A ein Mann oder eine Frau? Also ist eigentlich eine Geschlechtsbestimmungsaufgabe. Auf den wahrscheinlich individualpsychologischen Hintergrund bei Turing möchte ich jetzt gar nicht eingehen, aber es ist interessant, dass sozusagen aus diesem Teil, diesem Teilbereich soll was viel Allgemeineres durch diesen Test getestet werden, nämlich die dialogische Ununterscheidbarkeit von Mensch und Maschine. Das ist ja eigentlich die Pointe, durch die der Turing-Test heute
noch also interessant gefunden wird. Allerdings, wenn man das Paper liest, sieht man, dass nicht nur die körperliche Erscheinung hier ausgeklammert wird, also zugunsten abstrakter Kommunikation, sondern das Ganze ist auch noch restringiert durch dadurch, dass dieses Frage- und Antwortspiel, was sich da jetzt entfalten soll, geht nicht näher auf die Rolle von B ein. Also B hat auch noch eine Rolle, da kann C in Verwirrung führen und so weiter. Das soll nach Art eines Verhörs ablaufen, in dem nur Tatsachen in Frage stehen können. Wertungsfragen und Normierungsfragen scheiden per Definition aus. Und ich meine, damit fehlt dem Turing-Test-Dialog eine im Dialog unter Menschen ja ganz unverzichtbare Dimension, nämlich das Spiel des Gebens, Nehmens und Bewertens von Gründen. Und gerade in dieser Dimension darf man ja Entscheidendes vermuten, was die menschliche Intelligenz von anderen Intelligenzformen bisher wesentlich unterscheidet und auszeichnet. Also Sie sehen schon, ich halte nicht viel von dem Turing-Test. Kulturreflexiv ist vielleicht die Bemerkung interessant, dass der Turing-Test für die meisten, die ihn erwähnen, so was wie aus dem Urban Dictionary ist, ja, oder Schrödingers Katze. Man hat es irgendwie gehört, aber wehe, man fängt an, es wirklich zu erklären. Also man sollte wirklich dieses Paper mal lesen, und es gibt ja auch interessante Sammelbände, die die Problematik des Turing-Tests, also in der Philosophie, auch jetzt auch heute noch thematisieren. Warten Sie mal. Okay. Ja. Also, wenn man jetzt diesen Stichpunkt oder diesen Gesichtspunkt aufgreift, also wir wollen maschinelle Systeme bauen, die Ununterscheidbarkeiten in bestimmter Hinsicht zu Personen, zu natürlichen Personen realisieren, dann beginnt es mit diesem Turing-Test, wie gesagt, also eine sehr einfache, restringierte dialogische Ununterscheidbarkeit, könnte ja aber natürlich gesteigert werden bis zur Ununterscheidbarkeit in jeder Hinsicht. Und so wird auch vom Total Turing-Test geredet. Auch das gibt es bisher eigentlich nur in Roman- und Science-Fiction-Filmen. In McEwans kürzlichen Roman Machines Like Me oder in dem sehr interessanten Film, der jetzt gerade angelaufen ist, sehr interessant, von Maria Schrader, Ich bin dein Mensch. Das sind solche Filme, die sich sozusagen dem Total Turing Test beschäftigen, nämlich Maschinen, die tatsächlich als Menschen durchgehen, unter Menschen. Ja, eine andere Ununterscheidbarkeit, nämlich Anrufverhalten, ja, stimmliche Ununterscheidbarkeit wird ja auch schon kommerziell sehr erfolgreich bewerkstelligt. Das ist hier nur so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Duplex, also man kann dann Anrufe machen lassen von der Maschine mit Menschen verwechselbarer Stimme. Dann hier gibt es so Avatare, Samsung ist da ziemlich voran. Und hier ist nur jetzt nochmal plakativ gegenübergestellt von mir, sondern die alte Vorstellung einer Wetware-KI, die ja immer daran scheitert, dass sie nicht sozialisiert ist. Ja? Also das frankensteinische Monster, das auch interessanterweise zu den Mythen der Moderne gehört, ist ja eigentlich eine Katastrophe der Nichtsozialisation. Und insofern vergleichbar mit einer Maschinenintelligenz. Während auf der linken Seite so eine Werbefigur für Artificial Intelligence, mit der in der Welt rumgetourt wird, zu sehen ist. Sophia heißt, glaube ich, Sie kennen das alles aus Funk und Fernsehen.
Solche Verniedlichungen, das gehört zur kulturellen Normalisierung und zu verdinglichten Redeweisen wie eine KI. Hier ist eine KI sogar in Kinderform. Okay, kommen wir zum zweiten Game, that AI people play, the delegation game, also die Übertragung. Auch das kann ich jetzt hier, es reicht, wenn ich das jetzt hier, glaube ich, signalisiere, mit ein paar Sozialfiguren, die entweder alt sind oder neu aufgetaucht sind. Also ein Anchor-Person oder ein Tutor. Influencer ist eine neue Rolle. Das wird ja inzwischen nicht nur von natürlichen Personen mit Erfolg betrieben, sondern auch von Kunstwesen. Concierge, also das Dienstbotenmäßige, der Verkaufs Agent, der einem hilft, Assistant, Berater und vielleicht ist sowas wie der Guru Butler, also the well-trained English Butler, also dann für jeden, der es sich leisten kann und auch noch enorm fähig, deshalb Guru. Vielleicht ist das so ein Zielpunkt dieser Entwicklung des Delegation Games. Nun sind das ja, hier Robo-Advisor, nun sind das ja interessante Entwicklungen, die auch viel Wünschenswertes haben. Hier zum Beispiel ist jetzt ein frühes Beispiel für Delegation an Maschinensysteme von Gesellschaftssteuerung, also dann Sozialkybernetik vorgeführt. Das ist dieser CyberSyn Operations Room aus dem kurzzeitig sozialistischen Chile von Allende, bevor dieses Experiment durch amerikanische Bombardements dann zum Ende kam. Hier sehen wir heutige Cyberrooms, in denen ja ein Großteil der Kommunikation delegiert läuft, in dem Maschinen, Finanzgeschäfte für uns in Anführungszeichen mit anderen Maschinen machen. Das wird ja nur noch delegiert. Und um diesen Bogen abzuschließen, wollte ich noch auf John Searle zumindest telegrafisch eingehen, vor dem ja dieses Gegengedankenexperiment eigentlich zu Turings Gedanken kommt, nämlich geistlose Räume, das Chinesischzimmer. Ich hoffe, Sie kennen es alle. Ich will es jetzt nicht lange erläutern, die Zeit ist auch zu kurz. In diesem Zimmer werden Symbole manipuliert. Es wird also gerechnet in gewissem Sinne. Man kann chinesische Schriftzeichen reingeben. Es kommen englische raus und es sind sogar intelligente Übersetzungen. Trotzdem ist kein Funke Geist im Sinne von umsichtig-mitsichtigen Einsichtsvermögen in diesem Raum. Das ist eigentlich nur wie so ein Diktionär. Und das ist sozusagen das deflationäre Gedankenexperiment. Auch daran wird heute noch philosophisch gearbeitet, wie einige von Ihnen wissen. Also Searle hat da eine ganz schöne Bombe gelegt, muss man sagen. So, das dritte und letzte Spiel, das ich selber natürlich spielerisch jetzt hier, sondern in dieser Bewegung unterscheide und bei dem allerdings der Spaß auch wirklich aufhört, ist das Submission Game, also die Unterwerfung, das Unterwerfungsspiel. Da würde ich jetzt so moderne Form von Gesellschaftskybernetik, totalisierende Form von Gesellschaftskybernetik drunter sehen. Dann KI-Überwachungssysteme, besonders in totalitären Staaten. Also über dieses Social Scoring System, das mittlerweile ja doch sattsam bekannt ist, aber noch nicht durchdrungen ist, nicht wirklich erkannt ist. Das ist für mich ein Beispiel für Submission Game. Dann natürlich, also Stichwort, um mir to drop a name, Shoshana Zuboff mit Surveillance Capitalism analysiert, wie jetzt eben künstlich intelligente Systeme nicht nur prädiktiv enormes leisten, sondern auch in Behavioral Shaping verwendet werden, sodass im Grunde das
die Prädiktion entspricht schon dem, wie man geshaped hat. Und es wird natürlich bei uns sage ich jetzt mal, also in westlichen Marktkapitalismus bisher überwiegend zur Anpassung von Konsumentenverhalten benutzt und nicht von politisch konformen Verhalten. Aber es sind im Grunde strukturell ähnliche Systeme, die Überwachungssysteme in China und das Behavioral Shaping im Konsumbereich. So, und Post- und Transhumanismus haben natürlich, da eigentlich beide Bewegungen sich immer verbünden mit der jeweils neuesten Technologie, verbündet mit der Digitaltechnologie. Und man könnte sagen, dass in einigen Bereichen diese Strömung zu einer Art Religion geworden ist. Und ich möchte mit ein, zwei Zitaten von Hans Moravec, das ist ein moderner Klassiker, Mind Children, möchte ich enden. Zitate, die ich technofaschistisch finde. Also innerhalb des KI-Diskurses gibt es eben dann bestimmte Strömungen, die hier für die Moravec jetzt mal steht, den ich jetzt mal nehme und zitiere aus seinem Buch Der Wettlauf zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. So heißt das Buch im Deutschen, Zitat: Ich sehe Maschinen als unsere Nachkommen. Im Augenblick glaubt man das kaum, weil sie eben nur so intelligent sind wie Insekten. Aber mit der Zeit werden wir das große Potenzial erkennen, das in ihnen steckt. Und wir werden unsere neuen Roboterkinder gern haben. Denn sie werden angenehmer sein als Menschen. Man muss ja nicht all die negativen menschlichen Eigenschaften, die es seit der Steinzeit gibt, in diese Maschinen einbauen. Damals waren diese Eigenschaften ja für den Menschen wichtig. Aggression etwa brauchte er, um zu überleben. Heute in unserer großen zivilisierten Gesellschaft machen diese Instinkte keinen Sinn mehr. Diese Dinge kann man einfach weglassen. Genauso wie den Wesenszug der Menschen, dass sie ihr Leben auf Kosten anderer sichern wollen. Ein Roboter hat das alles nicht. Er ist ein reines Geschöpf unserer Kultur und sein Erfolg hängt davon ab, wie diese Kultur sich weiterentwickelt. Er wird sich also sehr viel besser eingliedern, als viele Menschen das tun. Wir werden sie also mögen und wir werden uns mit ihnen identifizieren. Wir werden sie als Kinder annehmen, als Kinder, die nicht durch unsere Gene geprägt sind, sondern die wir mit unseren Händen und mit unserem Geist gebaut haben. Könnte man sagen, okay, das ist ja noch nicht ein Submission gegeben, sondern das ist eigentlich Dienstbarkeit. Moravec hat aber noch ganz andere Fortschrittsvisionen und die gehen dann in Richtung Erlösung des Menschen vom Menschenkörper und die Verwandlung des Menschengeistes in die künstliche Intelligenz von Artefakten. Und zwar von Artefakten, die auf uns heutige Menschen so zurückblicken würden, wie auf eine Welt primitiver Tiere. Letztes Zitat. Auf die eine oder andere Weise würde die ungeheuerliche Weite des Cyberspace von unmenschlichen, supergeistigen Entitäten wimmeln, die mit Dingen beschäftigt sind, die sich zu menschlichen Angelegenheiten wie unsere zu denen von Bakterien verhalten. Die Zeit ist mehr als um, sonst hätte ich Ihnen noch ein bisschen was von Ray Kurzweil vorgelesen, den ich ebenfalls in einigen seiner Veröffentlichungen also technofaschistisch interpretieren würde. Ich würde diese Dinge wirklich ernst nehmen, jetzt aus kulturwissenschaftlicher Sicht, weil ich bin sehr überzeugt von der Wirksamkeit von Technovisionen und dem kollektiven Imaginären. Und diese Burschen bearbeiten genau diesen Punkt, und zwar auf eine Weise, die man nicht einfach albern finden sollte, sondern ernst nehmen muss. Vielen Dank, das war mein Vortrag.